Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volkshill. So, und wenn wir jetzt schon hier oben gerade sind mit dem Strohsammeln fertig, dann fahren wir diese 10.254 Liter gerade in die Kompostierung. Das kann schon mal zu Kompost verarbeitet werden. Dann haben die Meister bei der Kompostierungsanlage, so schwer ist das Wort doch gar nicht, auch schon mal ein bisschen was zu tun. Ja, und dann bekommt der hier den Grubber angehangen. So, Düngen ist auch fertig, wunderbar. Dann kann der hier anfangen zu grubbern. Wir werden dann gleich schon mal beim Dünger schnell reinspringen, werden den Abfahrer entlassen, damit der uns nicht noch weiter Lohnkosten verursacht, während der sowieso da faul rumsteht. Ja, rückwärts war doch eigentlich ganz gut. Also nach hinten gucken, meine ich. So, wir fahren gerade noch hier hoch und während das ablädt, so, steigen wir aus, springen hier rein. Abfahrer entlassen und hier gerade beiseite fahren, da kannst du stehen bleiben, gut. Na komm, Motor machen wir auch gerade aus. Oh, der hat auch schon ein gutes Stück geschafft. Mein lieber Mann, geht voran hier, das läuft. Vorwärts geht's weiter. Ja, da bekommt man fast Lust, noch mehr zu machen, aber ja, ich muss sagen, 10 Folgen, das langt schon wieder, sonst habe ich dann doch vielleicht nachher zu viel im Voraus. Dann kann ich erst wieder auf ein paar Kommentare reagieren, falls denn irgendwas noch Wichtiges reinkommt oder vielleicht kommt irgendeine tolle Mod, wo ich sage, oh, die müssen wir unbedingt dann mal mit reinnehmen. So wie die Gitterbox, die ich schon jetzt die dritte oder vierte Aufnahmesession vergessen habe oder was, keine Ahnung. Die packe ich einfach nicht mehr mit dazu zu nehmen. So, wir fahren hier ab, weil wir fahren zur Waschstraße, werden unseren Sammelwagen waschen. Denn ich bin mir noch nicht sicher, ob ich an diesem Spieltag Rasen mähen werde. Und wenn ich keinen mähe, brauchen wir ja auch den Sammelwagen nicht mehr. Und damit er dann eben definitiv sauber da steht. Und wenn wir nochmal mähen, der halt nochmal dreckig wird, dann waschen wir halt zweimal. Ich meine, auf das bisschen Zeit kommt es jetzt auch nicht an. Ja, auch hier gibt es ja eine neuere Version inzwischen auch auf ModHub zu haben von dieser Waschstraße. Aber auch da hänge ich immer noch auf der alten Version, habe mir nicht die neue runtergeladen und ausgetauscht. Sollte ich vielleicht auch mal irgendwann machen. Ich glaube, irgendwann schreibt ihr mir in die Kommentare, ah, hier, nochmal erinnern, du wolltest das und das und das und das und das noch alles machen. Und wenn ich es dann in den Kommentaren lese, denke ich dann doch mal dran und mach's vielleicht. Vielleicht. Das ist noch nicht garantiert, dass es dann wirklich so passiert. Ich kenne mich ja. Aber ja, so wichtig ist es ja auch nicht. Die Waschstraße haben wir ja stehen, die funktioniert. Braucht man nicht unbedingt die neue Version. Die neue Version, ja, die hätte halt auch noch eine breitere Waschstraßenversion dabei. Aber ob wir die jetzt unbedingt austauschen würden, ist ja auch noch nicht gesagt. Und von dem her ist das nicht so tragisch. Und die Gitterbox, ja, sind wir bisher auch ganz gut ohne ausgekommen. Und inzwischen hätten wir sogar genug Geld, dass wir uns eben, hauptsächlich habe ich ja gesagt, holen wir uns die, falls wir mal Sprit ans Feld fahren müssen. Aber inzwischen könnten wir uns da auch gut den kleinen Sprittransporter leisten, hätten da jetzt also auch nicht mehr das Problem mit. So, Feldarbeit passt, aber das, was eingestellt war, muss weg. Wir brauchen einen Grubberkurs. Grubberfeld 15. Wunderbar. So, schön fahren hier. Fahren auf der Autobahn.
Ja, und was haben wir an Stroh? Na, fast 150.000 Liter, sogar noch im Lager. Also das hat sich gelohnt, 60.000, fast 60.5 an Hafer, fast 43.000 Liter Raps. Ja, ist doch in Ordnung, ist doch in Ordnung. Und ja, Rapspreis ist im Moment sogar ein bisschen am Hochgehen, aber es ist nicht so doll. Also 52.000 waren vorhin schon. Es hat sich nur im 100er Bereich ein bisschen was geändert. Aber verkaufen werden wir jetzt eh nicht. Wir brauchen ja die Fahrzeuge noch alle anderweitig. So, der fängt hier mit dem Grubbern an. In der Zeit springen wir hier in den. So, dann machen wir die Anzeige mal wieder aus. Die brauchen wir jetzt im Moment nicht. Den Düngerstreuer können wir waschen, wegstellen. Und dann wird die Maisdrille abgeholt. Die steht ja noch beim Händler. So, der hat durchdrehende Reifen. Dann ist der wohl irgendwo mit dem Straßenverkehr in Konflikt gekommen. Scheint sich nicht von alleine zu erledigen. Doch. Doch. Vielleicht sollte ich ab und zu ein bisschen geduldiger sein und mal ein Momentchen länger warten. Es regelt sich ja dann doch hier. Beim Drescher vorhin, also vor ein paar Folgen ja auch, als er am Haus mal wieder hängen geblieben ist. Und als ich dann gerade reinspringen wollte, er dann doch wieder sich gelöst hatte, fertig war. Also läuft doch von alleine. Ja, eigentlich bräuchte ich nur noch hier Kameramann zu spielen. Ich bräuchte doch gar nichts mehr zu machen. Es läuft doch von alleine. So, war der überhaupt dreckig? So. Ach, da ist er. Hört nur bis dahin. Da würden wir sogar fast bis hingelaufen kommen. So, komm, jetzt nehmen wir es wieder ab. So. Hat er es mir zwar abgenommen, weil ich versehentlich E statt R gedrückt habe, aber Hauptsache, wir sind losgeworden. So, dann den Düngerstreuer auch loswerden. Und gehen mal gerade hier rein. So. Gut, das haben wir. Und dann, wie gesagt, auf zum Händler. Und auf dem Weg dahin tanken wir aber eben mal noch. Ist ja nicht mehr ganz so viel im Tank. Sollten wir also vielleicht auch nochmal. Sonst ist er gerade mit voller Saatmaschine auf dem Feld, wo er dann merkt, ich muss tanken. Und dann haben wir die ganze Zeit die rote Anzeige im Bild. Dem beugen wir jetzt hier mal ein bisschen vor. So, geben wir aber Gas. Also nicht wir, wir lassen den Tempomat Gas geben. 10.30 Uhr haben wir auch schon wieder. Wobei, gut, wir haben diesen Tag spät gestartet, weil das Wetter so schlecht war, so dunkel und so neblig. Und dann bin ich ja doch weit nach vorne gegangen, dass es zumindest wieder hell ist und man was erkennt. So, ich muss mal hier hin. So, das mal wieder deaktivieren. Ja, ich werde die Mod rausnehmen, genauso wie die besser lenken. Sind an sich beides tolle Mods, die besser lenken, vielleicht sogar wirklich extrem nützlich, wenn man mit Tastatur fährt. Aber ja, ich komme, glaube ich, ohne doch ein bisschen besser zurecht. Die machen zwar Spaß, aber gerade hier mit der besseren Innenansicht, es macht wirklich schon Spaß, wenn man da so ein bisschen, ja, die Kamerabewegungen eben so ein bisschen mehr, wie wenn man wirklich in einem Traktor sitzt und hin und her geschaukelt wird und so ist. Aber es ist halt doch ein kleines bisschen übertrieben.
So, haben wir beim Hochfahren hier eben unseren Fußraum gesehen. Jetzt beim Runterfahren würden wir eben durch die Dachluke gucken. Oder zumindest fast. Und wie gesagt, das muss ja nicht unbedingt sein. So, und wir müssen neuen Kurs einstellen. Wir haben ja jetzt hier, da können wir natürlich gleich für beide Felder das Ganze machen. Denn am nächsten Spieltag brauchen wir die Maisdrille ja beim anderen Feld. So, und wir fahren. Wir fahren jetzt erstmal auffüllen. Ja, wir werden natürlich sowieso, habe ich ja gesagt, wir werden erstmal selber hier ansehen. Aber wir werden das nicht immer selber machen, deswegen brauchen wir da Kurse. So, füll schon auf. Was ist los? Bin ich zu weit entfernt? Dann fahren wir nochmal ein bisschen zurück. Jetzt. Waren wir zu weit entfernt? Also entweder habe ich die Palette falsch rum hingestellt oder der Trigger ist ziemlich knapp. Mal schauen hier. F5. Wie ist denn der Trigger da? Ah ja, da steht die Palette im Prinzip falsch. Wir haben genau die Seite, wo der Trigger kleiner ist, haben wir vorne zum Weg hin. Das ist natürlich ungünstig. Also 90 Grad gedreht wäre besser gewesen oder 180 Grad gedreht. So war blöd. Wie ist das hier bei dem? Bei dem sieht das besser aus. Ja, den haben wir im Prinzip richtig rum. Gut, da konnten wir uns natürlich auch ein bisschen an dieser Beschriftung orientieren. Bei dem hier, so machen wir das mal wieder aus. Bei dem hier wussten wir es eben nicht. So, jetzt habe ich nur ein Problem, weil ich das eingeblendet hatte und wieder ausgeblendet habe, bekomme ich dann bei GPS die Linie nicht angezeigt. Aber werden wir auch mit leben können. So, Saat- und Düngekurs, das ist richtig. So, wir müssen hier mal löschen. Feldrandkurs 10. Die Breite wäre hier 4,5 Meter, das reduzieren wir mal auf 4,3, dass wir ein klein bisschen Überschneidung haben. Jetzt schauen wir mal kurz, Feld 10, fahren wir also hier unten los. Hier unten ist immer unser Startpunkt, das ist also Süden, Osten, also Südost und fahren nach oben in den Norden. So, Südwest, Nordwest, Nordost, Südost, nach Norden. Am Startpunkt enden müssen wir sagen ja, weil da sind unsere Auffüllkurse demnach orientiert. Generieren, das Ganze speichern wir unter 10. Saat 4,5 Meter. Speichern. So, löschen das Ganze und jetzt machen wir das Ganze eben nochmal mit Feld 15. Da haben wir eine andere Fahrtrichtung. Da tun wir auch hier unten im Südosten starten, fahren aber nach Westen, nicht nach Norden. Ups, falsche Taste. Ja, irgendwie immer wieder mal vom LS13 noch, dass man die Karte mit Escape löschen möchte. Also hier nach Westen. Das ist im Prinzip jetzt alles, was wir hier ändern mussten. Generieren, das Speichern war 15, Saat 4,5 Meter. So, dann schieben wir uns die natürlich auch noch, machen wir mal die Grubberkurse zu. Die schieben wir uns hier hin, wo wir sie dann brauchen, in Düngen säen. Den auch. Düngen säen. Zack. So. Und dann haben wir hier Saat 3 Meter, Saat 4,5 Meter, Saat 3 Meter, Saat 4,5 Meter. Gut. Ja, und das mit dem selber Drillen, das hat sich ja dann doch erledigt. Bis wir am Feld sind, ist die Folge rum. Also dann ist das auch nicht schlimm, dass ich ja jetzt die GPS-Linien gar nicht sehen würde. Dadurch, dass wir hier diesen F5-Modus zwischendrin mal hatten. Geht übrigens nur, wenn ihr die Konsole aktiviert habt. Aber so kann man sich dann hier und da einfach mal noch die Trigger anzeigen lassen. Wenn wir halt irgendwelche anderen Hilfslinien, irgendwas in der Richtung haben,
das wird dann halt leider nicht mehr angezeigt. Also wenn ich jetzt hier GPS aktiviere, sehen wir eben hier, dass wir keine Linien mehr sehen. Um die wieder zu sehen, müsste ich eben hier das Ganze wieder anmachen, aber dann sehen wir halt zu viel. Müsste jetzt so machen, so würde ich sie sehen. Das Einzige, was hier wieder nervig werden würde, wäre, wenn ich jetzt Licht einschalte. Aber ohne Licht würde das sogar noch funktionieren. Das ist also so der kleine Nachteil, den wir hier teilweise haben. So, wir fahren hier schon mal an den Startpunkt. Stellen uns hier schon mal die automatische Breite ein. Auch die gehen wir hier auf 4,3 rüber. So, hier unseren Feldrand schön bestimmt. Und ja, mit 16 Minuten müssen wir sagen, wird das heute nichts mehr mit Drillen. Erst in der nächsten Aufnahmesession. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.